Moin, moin zusammen. Heute mal wieder einen kleinen Ausflug gemacht mit zwei Hunden, weil die Nachbarin, die die beiden Border Collies hat, heute bei einem Turnier mithelfen muss. Und ich bin jetzt mal wieder der Hundesitter. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Kurz im Bild habt ihr zwei gesehen. Den Braunen, der ja schon länger da ist. An diesem Platz habe ich schon vor einigen Jahren gesessen. Da war auch ein Schwarz-Weißer dabei. Aber der ist verstorben. Und sie hat sich einen neuen schwarz-weißen Hund geholt. Ja, und jetzt ist sozusagen die Hundefamilie wieder zusammen. Zwei Rüden im Haushalt. Und ich habe sie heute und morgen und betreue sie und bespaß die Hunde, damit sie da in Ruhe beim Turnier mithelfen kann. Morgen ist Pfingsten. Und ich möchte allen, die meinen Kanal schauen, auch ein frohes Pfingstfest wünschen. Macht das Beste aus diesen Pfingsttagen und auch aus jedem anderen Tag. Stürzt euch sozusagen ins Abenteuer und ins Vergnügen und probiert aus, was das Leben noch so zu bieten hat. Ich gebe zu, in letzter Zeit treffe ich mich ja auch hin und wieder mit Menschen, die nicht unbedingt zu meinem Umfeld gehören, aber die in meiner Altersklasse liegen. Und dem einen oder anderen geht es gesundheitlich nicht gut. Ich meine, ich bin auch nicht immer fit. Aber es geht so. Und denen geht es eben halt viel schlechter. Und auch diesen Leuten, sie wissen schon dann, wenn ich dieses Video poste, wer gemeint ist. Sie sollen sich ihres Lebens noch erfreuen. Wer weiß, wie lange man noch hat. Weil in meinem Umfeld sind vor Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, eine ganze Menge Leute zwischen 45 und 55 gestorben. Und eine gewisse Fröhlichkeit, Leichtigkeit im Leben ist keine Garantie dafür, dass man auch uralt wird. Also kostet jede Minute aus. Wenn ihr Zoff in der Familie habt, vertragt euch. Es bringt nichts, sich, ja, ich sag mal, sich nicht zu vertragen. Dafür ist das Leben einfach zu kurz. Und ich bin langsam schon ganz schön unruhig, weil ich bald Urlaub mache. Und da wird dann auch wieder gefilmt. Und im Moment bin ich gerade dabei, die Filme vom Saarland-Event Meyer im Saarland zu schneiden. Und ja, war ein schöner Kurzurlaub, kann ich einfach nur so sagen. Und Meyer heißt zusammensitzen, ja, sich auszutauschen, zu unterhalten. Einfach ein Treffen unter Freunden oder Freunde besuchen, mit Freunden zusammensitzen. Das bedeutet Meyer im Saarland. Das Wort Meyer war mir vorher nicht bekannt. Aber ich habe schon mal vor vielen, vielen Jahren in meiner Kindheit das Nationalgericht aus dem Saarland kennengelernt. Eine Tante von mir war auf Besuch und kochte dann Dippelappes. Jo, ich mag nicht dran denken, mir wird immer noch schlecht. Obwohl Errol Zoos das Zeug weggehauen hat, als ob es morgen nichts mehr zu essen gibt. Also er mochte das. Mein Fall war es nicht wegen dieser schlechten Erinnerung. Und ich habe mich nicht mal getraut, das Ganze überhaupt zu probieren. Wie war das noch mit dem Spruch? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und so ist das auch bei mir. Bevor ich mich mal an neuen Sachen rantraue, da brauche ich schon ein bisschen Zeit für und eine ganze Menge Anlauf. So, jetzt werde ich mit den Hunden hier noch ein bisschen rumtoben. Und danach fahren wir zu mir nach Hause. Dann werde ich meine Katzen wohnungsmäßig auftrennen, dass die sich nicht da in die Plünen kriegen. Weil der Schwarz-Weiße, der mag Katzen. Der jagt die senkrecht an der Wand hoch. Und mein kleiner Kater, der mag diesen Hund.
und hat nichts Eiligeres zu tun, als seine Krallen auszufahren und ihn eine runterzuhauen. Und ich möchte nicht, wenn ich kein Hundesitter bin, dass ich heute noch zum Tierarzt muss. Das wäre das Letzte, was ich gut finden würde. Also, schöne Pfingsttage, alles Gute bei euch. Und ja, freue mich immer wieder, wenn ihr den Kanal reinschaut, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr das erste Mal auf diesem Kanal seid. Und natürlich über einen Daumen hoch freue ich mich auch. Und ich freue mich auch über eure Kommentare. Es ist egal, ob ihr jetzt schreibt, alles Käse, oder ob ihr schreibt, das gefällt mir. Gefällt mir sehe ich natürlich viel lieber. Aber wenn ihr schreibt, alles Käse und Mist und so ein Kanal braucht die Welt gar nicht, dann schreibt doch bitte dabei, was ihr erwartet habt und was ich liefern muss, damit es passt, damit ihr zufrieden seid. So, das war's. Bye bye. Ciao.